Oh nein, die Alchemisten hiervon werden sich in dieses Wohnhaus reinsetzen. Das war nicht vorausschauend. Gedacht, Dieses euer Wohnhaus, Dorf wird diesen Alchemisten angegriffen. hätten wir zuletzt bauen müssen. Aber gern. So, direkt wieder Winter. Hey. Nichts lieber als das. Schnee bedeckt die Landschaft. Ja, wie erwartet. Die Alchemisten wechseln ihren. Die Ausbau wechseln ihren fertig. Wohnraum. Also dieses Wohnhaus kann später ersetzt werden durch eins, vier. Hier hinsetzen einfach. Fertig. Damit die Leute nicht so weit rennen müssen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Weil der Eingang Ich ist hab hier. getan, was ihr wolltet. Na, wir können das Teil Kein schnell einfach Problem. gleich nach hier hinsetzen. Aber gern. Ja. Nee, wenn wir eins nach hier hinsetzen, dann gehen die darüber und dann ist Aber das in Ordnung. gern. Dann wechseln die hier wieder ihr Wohnhaus nach hier hin. Und dann funktioniert unsere ganze Rechnung wieder. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude So, einstürzt. jetzt haben wir Ich habe Sichtweite damit nämlich und ich gehe nichts zu davon tun, ich war gar aus, nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser wegen der für einen netten, separaten Schlotten Evelos-Spielstand, Schichtung. Aber heute dass wir jetzt nicht. keine Leibeigenen mehr aufs Eis setzen müssen die ganze Zeit. Wir finden das heraus. Wird die feindliche Armee jetzt trotzdem Das versuchen, ihren Weg hier Gebäude zu gehen und ist die Türme hier nun ignorieren? ausgebaut. Gebt acht, Und euer nicht Dorf wird hier hinten angegriffen. lang rennen. Wobei, wenn die hier hinten lang rennen, sterben die. So Auf einfach die ist das, als wären die einfach Standesebene. sofort ertränkt. Kein Problem. Ausbau fertig. Wird erledigt. Ja, das hier kann Das eingestampft Gebäude werden. ist nun Die ausgebaut. beiden werden ausgebaut. Leibeigenen geht die ganze Geschichte natürlich doppelt so schnell hoch. Handel bestätigt. Oh, jetzt kommt das Eisen rein. Fertig. Sehr gut. Es ist Zahltag abgemacht. Zahltag wurde geschrien. Eure Beten. Priester segnen die Bewohner der Stadt. Der Handel ist beschlossen. Ja! Abgemacht. Ausbauen. Ausbau vollbracht. So, der Rest unseres Bevölkerungsplatzes muss aber in Soldaten gehen. Ausbau fertig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Sobald die Dinger Handel ausgebaut bestätigt. sind. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das Gebäude ist ausgebaut. So, das bedeutet ja, ich müsste, wenn es richtig Der gut Feind funktionieren. attackiert eure Siedlung. Ein Wir Handel legen noch wird ein Quicksave abgeschlossen. an diesem Punkt. Der nächste Fall nicht angegriffen, müsste jeden Moment passieren. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ausbau fertig. Jawohl. Ja, mein Herr. Da ist er auch schon. Abgemacht. So, wie verhaltet ihr euch jetzt, wo keine Leibeigenen mehr auf Ausbau dem Eis sind? abgeschlossen. Genauso wie vorher, wie sich herausstellt. Ausbau abgeschlossen. Ja, diese Kanonen. Na gut, vielleicht ertrinkt noch. Es Ja, regnet. okay, Hand wir haben sie alle auf. erwischt. Der Feind hat sich nicht gewehrt, sehr gut. Du kannst ein bisschen das Wasserkraftwerk reparieren. Hand drauf. Der Handel ist beschlossen. Okay. Der Winter kommt. Die hinten müssen noch ein bisschen arbeiten. Genau, Gruppe 7 und Dann haben wir den allen übers Ohr Konsorten. gehauen und er. Wir müssen hier ein bisschen roden. Gruppe 7, Könnt ihr nicht einmal einen Gruppe anderen 8. belästigen mit eurem Rumgeschubse? Bauplatz. Ich Wir glaube ja, brauchen dass ihn. hier eine Verwechslung Es geht vorliegt. alles gerade darum, dass wir Vorbereitungen dafür treffen, dass Eigentlich wir einen wirklichen sollte Vorstoß ich machen hier sein. können Kommt und dass wir ja an Stärke nicht auf gewinnen. die Idee, die Schulden. Eure Siedler werden gesegnet.
Euer Dorf steht mit Banden befassen wir uns gar nicht erst. Sie sind nicht so effizient, wie wir brauchen würden. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Könnt ihr nicht einmal. Okay, wisst ihr was? Wir werden jetzt mal Gruppe 7 und Gruppe 8 komplett rekonstruieren. Ich habe keinen Überblick darüber, wo wie viele Leibeigene sind. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der. Gut, das haben wir Gruppe 0, Gruppe 9, Gruppe 6 und den Kollegen hier. Gruppe 8 kann jetzt neu aufgebaut werden. Das sind 12 Leibeigene. Weißt du was? Wir machen Gruppe 8 aber zu 16. Kommt ja nicht auf. Ihr könnt das hier kurz reparieren. So, Gruppe 8. Ich war gestern nämlich bei dieser netten kommt im Endeffekt einfach hier hinten rüber. Ja, auf den Schwefellaufen. Ja, ist gut. Geht aber nicht übers Eis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mehr Leibeigene werden wir nicht brauchen. Zartag wurde geschrieben. Beten. Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Oh, ihr seid hier fertig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nun, hier oben muss für den Moment erstmal nichts gebaut werden. Hier wird wahrscheinlich auch nichts entstehen. Bleibt trotzdem erstmal da. Auf Reserve. Gruppe 7. Natürlich rennt ihr übers Eis. Hier auf den Steinhaufen. Und ich schwöre bei Gott, wenn ihr übers Eis rennt. So, wie geht's unseren Märkten? Sind alle durch? Alle durch. 100.000 Eisen sind in unseren Händen. Ja, und der Rückhandel ist bezahlbar. Geht aber nicht über das Eis, habe ich gesagt. So. Genau aus diesem Grund. Aber gern. Feinde greifen eure Häuser an. Es regnet. Direkt abregnen lassen. Der Supertech-Typ war mir viel zu weit fortgeschritten. Könnt ihr nicht einmal so, Gruppe 7 ist nicht ertrunken unterwegs. Sehr gut, kommt jetzt macht ja euch auf den Weg. Solange der Regen noch anhält. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten und zack, haben wir Winter. Lichtung. Holz gefällt. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Hier kommt noch ein Schießplatz hin. Wir brauchen hier immer noch die Möglichkeit, Reserven auszuheben, falls was nach hinten losgeht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das ist einfach grundlegende Voraussicht. Und falls das wirklich schief geht, sollten wir viel ausheben können. Ich wünsche, wir könnten die Mornitz einreißen. Gut. Genau, wir wollten jetzt den Eisenrückhandel machen. Nein, den Talrückhandel. Denn der wird jetzt ganz schön frech. Sehr frech Spiel. Es wird Sommer. Nein. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Taler. Es schneit. Wir haben 100.000 Eisen, 12 Märkte. Wir kaufen einfach 10.000 Taler pro Markt ein, dann wird das schon gehen. Da kommen wir auf 120.000 Taler, die wir zurückkriegen. So.
wird dann helfen. Lalala. So. Komm schon. Da. Ich wünsche, ich könnte es einfach so eingeben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Aber das ist uns halt nicht vergönnt. So. Aber egal, wir brauchen diese 120.000 Tacken. Euer Dorf steht unter Beschuss. Kurz mal zwischenbeten. Eure Siedler werden gesegnet. Und hoch damit. Wie gesagt, riesige Reserven. Ich rechne damit, dass wir viel Widerstand erleiden werden. Alles. Und das ist gefährlich. Viel Widerstand bedeutet hohe Verluste. Hohe Verluste bedeutet, wir müssen in der Lage sein, unsere Armee frisch zu halten. Oder zumindest in der Lage sein, Truppen nachzuheizen, wenn die Truppen unweigerlich sterben. Da ist Supertech-Typ. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Es regnet. Das ist halt der Umstand. Ohne die Leibeigenen sammeln sich die feindlichen Truppen nicht so ganz. Und manchmal kommt dementsprechend dann was durch. Gute Güte machen die ihr Schaden. Kopf null repariert den Turm. Wir brauchen hier ein paar Türme mehr. Es schneit. Gruppe 9. Hier gibt's nichts mehr. Baut den hier ab, den Baum. Und hier müssen wir noch 10.000 Taler einkaufen, bevor die Handel durchlaufen. Der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So. Und beten. Eure Siedler werden gesegnet. Das sind halt 5-Sterne-Trupps, die sind wütend. Die können sich gegen Kanonentürme ganz gut halten, tatsächlich. Ja, dass hier eine zumindest die Hauptmänner, weil die hohe Regenerationsrate haben. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Und das muss natürlich auch passieren. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Das kann ich. Jawohl. Wir hätten hier einen Stall hinsetzen müssen mit ein paar leichten Reitern. Ja. Wir können nämlich schnell eingreifen und sich um solchen Schwachsinn kümmern. Fertig. Wobei, eigentlich. Warum machen wir uns die Mühe? Wir kümmern uns darum. Geht an Land. Wird gemacht. Die Kanone geht baden und dann ist das. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. So einfach eigentlich ist das. Sollte ich gar nicht hier sein. Euer Dorf steht unter Beschuss. Wir können sagen, wir besser wenn wir das auffrischen. Und jetzt können wir wieder Winter machen. Ausbau abgeschlossen. Es schneit. Und repariert den Turm. Natürlich. Ausbau abgeschlossen. Gruppe 7. Und dann, das mit den Steinen war eigentlich ja so ein Joke, aber von mir aus. Hier, packt einfach weiter, Kappes. Holz. Du nennst das Zeug. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. So. Kriegen meine Jungs und ihr könnt jetzt hier oben den Turm reparieren gehen.
gern. Beten. Seid gesegnet. Wir haben noch keine Steinmetze dazu gebaut. Aber ich denke, das wird in Ordnung sein. Denn wir wollten eigentlich noch so 2-3 weitere Steinmetze aufstellen. Jetzt gerade sehe ich aber nirgendwo einen vernünftigen Platz dafür. Und abgesehen davon, Steinhandel gehen ganz gut auf. So, hackt sie die paar Bäume weg, die uns am Weg stehen, damit hier noch 2 weiße Türme hin können. Kurz mal gegen reparieren. Quick Save. Denn jetzt können wir halt wirklich aufhören, Leibeigene zu ertränken, weil es nicht nötig ist. Wir sehen die feindliche Armee jetzt immerhin sehr, sehr früh. Wir sehen sie, sobald sie hier ist. Und das ist immer, wo wir sie sehen müssen. Über den Moment heißt das. Ja, ja. So, Holzhacken. Fräst einfach durch das Land. Ich möchte, dass bis hierhin einfach keine Bäume mehr stehen. Wir nutzen den Umstand, dass wir die Retter hier in Beschäftigungstherapie geschickt haben, vollkommen aus. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Okay, wir haben keinen Markt übersehen. Wollte ich nur kurz prüfen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Immer etwas sicher gehen. Hufbeschläge, her damit. Feinde greifen eure Häuser an. Das ist in Ordnung. Ja. Feinde sollen tun, was sie nicht lassen können. Die langen Bögen können wir bald aufwerten. Und da kommt die nächste Welle. Was auffällt ist allerdings, dass wenn wir in der Lage sind, den Feind so defensiv zurückzuhalten, wir uns durchaus sehr viel Zeit lassen. Denn wir sind schon bei 3 Stunden 15 Minuten. Forschung abgeschlossen. Und die müssen kurz mal schwimmen gehen. Kanone. Es beginnt okay. Zu regnen. Ich habe es nicht sinken gesehen, tatsächlich. Aber das wird schon in Ordnung sein. Falls sie wieder auftaucht, versenken wir sie einfach nochmal. Wie gesagt, normalerweise hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon viel größere technologische Fortschritte gemacht. Aber da die gerade nicht nötig sind, haben wir sie noch nicht. Der Winter kommt. Kein Problem. Genau genommen, für einen guten Zeitraum war technologischer Fortschritt für uns ein Feind. Der Handel ist beschlossen. Aber nicht mehr lange. Das heißt, wir können jetzt einfach anfangen, unsere Armee Stück für Stück aufzubauen. Aber ich möchte halt den Bauplatz hier noch frei haben. Wir kümmern uns darum. Der Feind attackiert eure Siedlung. Hand drauf. Es ist Zahltag. Und wir möchten entsprechende Reserven haben. Wir können aber dennoch schon mal Richtungen aber lässt forschen, sind wir ehrlich. Es gibt keinen Bedarf für uns, dass wir uns an die... dass wir uns daran klammern. Ah, Sian, da ist tatsächlich noch jemand. Geh baden. Es regnet. Aber gern. Es ist immer diese freche Kanone. Fertig. Abgemacht. Und Winter. Die Handel kommt zurück. Geld sammelt sich an. Perfekt. Es schneit. Der Handel ist beschlossen. Ausbau fertig. Der Handel ist beschlossen. Hier wollen wir halt eine gute vorgeschobene Basis haben, dass wir möglichst viele Kanonen hier gießen können auf einen Schlag. Denn Kanonen werden wichtig sein. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wir haben es geschafft, hier die feindlichen Belagerungskanonen zu versenken. Da hat die Feindesarmee losgerannt. Handel bestätigt. Wir müssen auch rausfinden, von wo die ganzen feindlichen Angriffsarmeen immer herkommen.
Ich bin versucht, dass wir Ari losschicken, um zu kundschaften. Abgemacht. Das Problem ist, sie wird nicht ewig getarnt bleiben können. Ich hätte lieben gern einen Dieb, einfach nur um zu erkunden. Ausbau abgeschlossen. Und natürlich, um es zu sprengen, sobald es soweit ist. Denn wenn wir mit dem Dieb den Ort finden können, wäre es sehr angenehm, wenn wir mit dem Dieb den Ort sprengen können. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So ist das Gruppe 0, nicht wahr? Rück nach hier hin. Gruppe 9 kann für die Reparatur zurückbleiben. So, Forschungen sind durch. Zack. Lichtung. Holz gefällt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wenn ihr wollt, sicher. Immer speichern. Wir müssen herausfinden, wo die Feinde ihre Angriffsarmee herziehen. Das müssen wir loswerden. Sowohl die Angriffsarmee als auch die Reiterarmee. Der Handel ist bestimmt. Wir wissen, dass es eine Spawn-Armee ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die mit Erfahrung rauskommen. Man kann mit Erfahrung nicht rekrutieren. Gebt acht. Euer das heißt, wenn es eine Spawn-Armee ist, hat sie eine Quelle. Die lässt sich bestimmt irgendwie ausschalten. Übrigens, beten. Eure Siedler werden gesehen. So, die Handel sind alle durch, nicht wahr? Nochmal ein paar letzte Paranoia-Check. Ja, fangen wir an. Eisen. Für gute Preise kriegen wir jetzt Eisen. Sehr gut. Wir kaufen wieder 10.000 Eisen. Pro Marktplatz. Und einfach Stück für Stück immer weiter hochhandeln, bis wir von beiden so 100.000, 200.000 haben. Vielleicht mehr. Es ist Zeit. Gerade irgendwie sorgen wir halt nur dafür, dass wir den grundlegenden Bedarf gedeckt haben. Wettermaschine. Nein, das ist was im Leben geblieben. Wir müssen die gleich nochmal ertränken. Der Feind attackiert eure Siedlung. Der ist nicht durchgegangen. So, zwei Märkte können wir launch schmeißen, dann wieder Winter machen. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Wenn sobald die Feindesarmee ankommt, direkt wieder ersäufen. So. Hoch damit. Ich habe das Gefühl, die Leibeigner sind gleich tot. Moment, haben wir hinten den Marktplatz übersehen? Nein. Dann geht es an diese vier. Wetter! Der Sommer kehrt zurück. Okay, damit hast du mir Arbeit abgenommen. Ich akzeptiere das. Euer Dorf steht unter Beschuss. Schnee. Vor allem werden wir nicht einmal gewarnt, bevor der Sommer kommt. Der sagt uns einfach, ja, okay, Sommer ist da. Ist halt der Umstand, so hat mir Schmeling erklärt, dass die
dass die Karte sich irgendwie einfach mal abcheckt, jo, wie lange war dieses spezifische Wetter, Sommer oder Winter, jetzt aktiv? Und wenn es eine gewisse Zeit erreicht hat, die es insgesamt aktiv gewesen ist, wechselt er einmal durch. Ungefähr so habe ich das, glaube ich, begriffen. Oder verstanden. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht. Der ignoriert natürlich den Umstand, dass ihr verdammt nochmal den Freischwimmer machen gehen müsst. Es beginnt zu regnen. Er ignoriert natürlich den Umstand, wann zum letzten Mal das Wetter gewechselt wurde. Und dadurch kommen die lästigen Mikrowetter zustande, die leider vollkommen unberechenbar sind, weil die einfach spontan dazwischen geschoben werden. Der Winter kommt. So. Wird erledigt. Ein Schießplatz zur Sicherheit hier drüben. Gern. Weil wir natürlich möglicherweise das Gebiet hier befestigen müssen. Hier ist gerade kein Platz, das ist aber schon in Ordnung. Eure Siedler werden gesegnet. Gebt Acht, euer Dorf so. Wird angegriffen. Was machen wir mit euch jetzt? Wird erledigt. Paranoia gebietet, dass wir dieses Natürlich. Gebiet ein bisschen befestigen. Aber gern. Es gibt drei Aufstiege nur. Wir setzen einfach ein paar Türme dahin. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Was wir nutzen können, ist Darius Falken. In Ordnung. Gut. Quicksand. Okay, hier kommt die Infanterieangriffsarmee. Die kommt von der Burg. Das ist schlecht. Die Reiterarmee können wir... Kommt wahrscheinlich von woanders. Aber die Infanteriearmee kommt von ganz hier oben. Gegen die müssen wir uns also durchkämpfen. Können wir die? Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Auf irgendeine dieser Inseln locken und Sommer machen, damit die da stehen bleiben. Oder werden sie sich dann selbst umbringen? Euer Dorf wird angegriffen. Erkunde das Land. Wir erledigen das. Wir wissen aber schon, was der nächste feindliche Angriff halt kommt. Diese Schützen hier, glaub, die haben einfach Scheiße gesehen. Wie soll ich mich konzentrieren? Die haben Sachen überlebt. Gern. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend. So, der Angriff muss jeden Moment kommen. Okay, das ist ein langer Aufstieg. Gern. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Dafür sind wir genau die Richtigen. Oh. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Was? Es ist Zahltag. Oh. Wie? Nun, geht ein Händler parieren. Ordnung. Feinde greifen eure Häuser an. Da oben müssen ein paar Kanonentürme mehr stehen. Geht baden. Es beginnt zu regnen. Wie ihr wünscht. Beten. Eure Siedler werden gesegnet. Winter. So, die Armee ist gerade, sagen wir mal, bei 27 Minuten die zerschlossen Winter worden. Kommt. Wann zieht die nächste Feindesarmee los? Da oben sitzt ein Supertech-Typ. Das missfällt mir jetzt schon. Hand drauf.
Hand drauf. Fertig. Ich will gerade wissen, wie groß die Abstände zwischen den feindlichen Angriffswellen sind. Es gibt keine Abstände zwischen den feindlichen Angriffswellen. Die Abstände, die wir haben, ist die Dauer, die die brauchen, um da anzukommen bei uns. Das ist auch, durch welche Tore die versuchen rauszugehen. Wirkt nicht so ganz, als würden sie hier durchgehen. Wir haben auch nicht mehr so viel Bevölkerungsplatz frei, fällt mir auf. Euer Dorf wird angegriffen. Sicher. Flieg! Da kommen sie. Der Tag der Abrechnung. Gehen hier Steuern unten lang. Werden gezahlt. Der Handel ist beschlossen. Der beste Angriffswinkel auf diese Burg ist dementsprechend hier. Wir müssten uns hieran vorbei bewegen und von hier oben aus dem Norden planungsgenau die Burg angreifen.